Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Wir machen heute ja kein kleines Schneeflöckchen, sondern eine etwas größere Schneeflocke aus Makramee. Die ist ca. 25 cm im Durchmesser und ihr könnt die super ins Fenster hängen. Wir brauchen hier jetzt auch gar keinen Holzring oder ähnliches, denn das würde für die Stabilität überhaupt nichts tun. Wir müssen uns da ein bisschen anders behelfen. Und zwar habe ich einfach hier so Zahnstocher genommen und die werden dann zum Schluss hier in diese Zacken reingesteckt. Aber das zeige ich euch nachher noch. Geknotet wird nur mit dem Kreuzknoten, also ist auch noch relativ einfach und geht auch ziemlich schnell. Nur bei den Längen der Fäden haben wir jetzt zwei Möglichkeiten. Also ich bin ja immer gern ein bisschen sparsam, was mein Garn angeht. Also hier gerade das 5 mm Garn ist ja gar nicht mal so günstig und da möchte ich nicht so viel von verschwenden. Wenn ihr jetzt aber sagt, das interessiert mich überhaupt gar nicht, ich möchte das möglichst simpel haben, dann braucht ihr 12 x 1,30 m und mittelt die Fäden dann auch. Wenn ihr sagt, ich möchte auch diese, sind glaube ich 2,50 m, Fäden nicht verschwenden oder das Garn nicht verschwenden, dann braucht ihr 9 x 1,05 m. Einmal 1,20 Meter und zweimal 1,30 Meter. Die 1,5 Meter langen Fäden, die werden dann auch nicht gemittelt, sondern da haben wir dann einen Versatz und zwar von 40 und 65 cm. Das heißt, ihr nehmt euch einen Zollstock oder ein Maßband, dann nehmt ihr euch die 1,5 Meter langen Fäden und messt euch einfach mal 40 cm ab. So, hier. Und das ist dann eure Mitte. Also so befestigt ihr dann nachher die Fäden. Ihr habt also einmal 40 cm hier und einen Teil 65 cm. Und ich sagte ja eben, dass wir mit dem Kreuzknoten knoten werden und für den Kreuzknoten brauchen wir immer 4 Fäden bzw. 2 Stränge. Und wir knoten das jetzt gleich mit dem umgekehrten Ankerknoten folgendermaßen an. Einfach so, dass hier die beiden äußeren Fäden, also die Arbeitsfäden, die kurzen sind, also 40 cm, und der Mittelstrang, also die beiden mittleren Fäden, 65. Wir werden das jetzt zusammen machen, Schritt für Schritt, und ihr werdet sehen, es ist ganz simpel, trotz diesen Versatz bei einigen Fäden. Ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal. Wir nehmen uns jetzt erstmal einen von den 1,30 Meter langen Fäden und legen uns einfach mal so eine Schlaufe zurecht. Achtet nachher nur darauf, dass die Endfäden hier von diesem Teil möglichst gleich lang sind. Und das hier, das gibt unseren Ring. Da befestigen wir jetzt unsere 1,5 Meter langen Fäden. Wir nehmen uns davon jeweils 2 Stück. Befestigen die mit dem umgekehrten Ankerknoten und machen einen Kreuzknoten. Achtet halt eben immer nur darauf, dass die kurzen Fäden, also diese 40er Teile, nach außen zeigen. Ich gehe jetzt also hier mit meiner Schlaufe durch diesen Ring, klappe die Schlaufe oben über und ziehe mir diese beiden Endfäden einfach nach oben raus. Ich hänge das jetzt mal hier an meinen Nagel dran. Und jetzt kommt der Kreuzknoten. Die beiden Außenfäden, das sind die Arbeitsfäden, die 40 cm Teile. Und hier in der Mitte die beiden 65er, das ist der Mittelstrang. Und ich fange auf der linken Seite an, lege mir also hier mit diesem linken Faden eine Schlaufe über den Mittelstrang, dann nehme ich mir den rechten Faden,
Leg ihn hier über den linken und gehe dann mit diesem rechten Faden hinter dem Mittelstrang durch die Schlaufe auf der linken Seite wieder raus. So sieht das aus und das ist der erste Teil vom Kreuzknoten und das ziehen wir uns jetzt hier oben schön fest. Und dann wiederholen wir das nochmal zur anderen Seite, also dieses Mal die Schlaufe auf der rechten Seite, den linken Faden über den rechten und gehen dann hier mit dem linken Faden hinter dem Mittelstrang durch die Schlaufe auf der rechten Seite wieder raus. Also das Ganze einfach nur seitenverkehrt und auch festziehen. Jetzt haben wir hier unseren ersten Kreuzknoten und wir machen das jetzt noch drei weitere Male. Also wieder hier der 40er Teil zeigt nach außen. Und wieder einen Kreuzknoten machen. Ich starte auf der linken Seite den rechten Faden hier über den linken und gehe dann mit diesem rechten Faden hinter dem Mittelstrang links wieder raus. Und das Ganze nochmal zur anderen Seite, also Schlaufe rechts, linken Faden über den rechten und mit dem linken Faden auf der rechten Seite wieder rausgehen. So, und jetzt ziehen wir uns hier schon mal so ein bisschen unseren Kreis zurecht. Mach das immer abwechselnd. Wie gesagt, die Endfäden hier, die sollten möglichst gleich lang bleiben. Also immer mal so ein bisschen gucken. Und ich überkreuze mir die jetzt hier mal. Und jetzt werden wir hier unseren letzten Faden von den 1,5 Metern befestigen. Der kurze Teil, der zeigt jetzt hier nach links. Und jetzt nehmen wir uns unseren 1,30 Meter Faden, mal gucken, welcher das ist, dieser hier, und den können wir uns dann einfach mitteln und rechts daneben festknoten. Hiermit machen wir jetzt auch noch einen Kreuzknoten. Also, wie gehabt. Und jetzt ziehen wir noch mal ein bisschen hier an diesen Ringfäden. Achtet einfach, wie gesagt, darauf, dass die Enden möglichst gleich lang sind. So. Und jetzt
überkreuzen wir uns das nochmal und nehmen uns den 1,20 Meter langen Faden und mitteln den auch und befestigen den jetzt auch einfach nur mit dem umgekehrten Ankerknoten hier um diese beiden Ringfäden drumherum. Hier müssen wir jetzt besonders fest dran ziehen. Und jetzt zieht ihr an diesen Ringfäden nochmal ordentlich. Ja, so sieht es doch gut aus. Und jetzt haben wir hier nochmal unsere vier Fäden für den letzten Kreuzknoten. Und ordentlich festziehen. So, jetzt haben wir hier alle unsere Kreuzknoten erstmal gemacht. Ich sortiere mir das noch mal ein bisschen. Und jetzt geht es weiter mit dem versetzten Kreuzknoten. Wir werden jetzt jeweils zwei hier miteinander verbinden. Und ja, dann war es das eigentlich schon fast. Also, wir nehmen uns von jedem Kreuzknoten die innenliegenden Fäden hier und machen jetzt noch einen Kreuzknoten. Also, wie gehabt, die beiden Mittelstrangfäden und die beiden Arbeitsfäden und zur einen Seite und zur anderen Seite. Und jetzt machen wir noch weitere fünf Kreuzknoten und lassen uns hier immer so ein bisschen Luft. Also ich fange jetzt mal wieder mit dem ersten Teil an und das muss nicht alles so haargenau sein, also ich denke mal, ich lasse mir jetzt mal hier so eine kleine Lücke. Dann mache ich den zweiten Teil vom Kreuzknoten. Auch schön festziehen immer. Und jetzt schiebe ich mir diesen Teil einfach nur hier dran. Jetzt haben wir hier schon unseren ersten, ja wie nennt man das, irgendwas von diesem Eiskristall oder von der Schneeflocke. Als nächstes mache ich eine etwas größere Lücke hier rein, damit auch dieser Schneeflockenteil ein bisschen größer wird. Also die sind ja nie gleich. Also so. Dann kommt wieder ein kleinerer Abstand. Wie gesagt, das muss jetzt nicht alles so abgemessen und mega genau sein. Es soll einfach halt so ein bisschen unterschiedlich von diesen kleinen Zacken sein. Und jetzt wieder ein etwas größerer. Und noch ein letzter, der kann wieder ein bisschen kleiner sein. Ja, so. Und das machen wir jetzt auch reihum. Und ihr seht jetzt hier, ich habe jetzt durch Zufall den richtigen erwischt, hier haben wir jetzt noch einen relativ langen Part für unsere Aufhängung. Wir können uns das jetzt also einfach hier verknoten und ja, dann sind wir im Grunde auch eigentlich schon fertig. Ich knote jetzt hier einfach noch mal ein bisschen weiter und dann wird das nachher ja nur noch ein bisschen gekämmt hier an den
an den Enden. Ich nehme also jetzt hier wieder zwei Fäden von jedem Kreuzknoten und mache hier in die Mitte einfach noch einen versetzten Kreuzknoten dazu. Den jetzt auch noch möglichst straff. Also wenn ihr die Möglichkeit habt, euch das aufzuhängen, es ist wirklich einfacher. So, jetzt kommen wieder 5 weitere Kreuzknoten dazu. Wieder mit einer kleineren Lücke anfangen. Oder wie es euch einfach gefällt. Und dran schieben. Den letzten müsst ihr wirklich immer richtig feste zuziehen, damit sich da auch nachher nichts mehr löst. Jo. Und jetzt hier die nächsten 4 Fäden. Wir sind fertig mit Knoten. Wie gesagt, hier ist die lange Aufhängung. Die könnt ihr euch einfach hier nachher, so wie ihr es braucht, ja, noch einen Knoten reinmachen und dann schön aufhängen. Die anderen Fäden, die schneiden wir jetzt einfach nur noch ab. Da müsst ihr halt einfach gucken, wie ihr die jetzt schneiden möchtet oder wie lange ihr die haben wollt. Ich glaube, Kämmen müssen wir in diesem Fall nicht zusammen. So viel ist es ja jetzt auch nicht. Und, ach so, genau, ja, dann fehlen jetzt eigentlich nur noch die Zahnstocher. Passt auf, dass ihr eure Aufhängung nicht abschneidet. So. Und so. Und, ja. Nein, ich fange jetzt nicht damit an. Also, für die, damit das Ganze ein bisschen stabiler wird, weil... Wenn ich es jetzt einmal hochhebe, dann ist es wie so ein Oktopus, hängen die Arme alle einfach runter. Ich drehe mir das jetzt mal auf die andere Seite, da wo unsere Knüppelchen sind. Und dann nehme ich mir einen Zahnstocher und stecke den jetzt hier direkt einmal durch. Also dieser Teil ist halt wichtig, da ist ja unser Schwachpunkt. Es macht gegebenenfalls Sinn, sich einen Fingerhut oder irgend sowas zu nehmen. Dann kriegt man das ein bisschen besser durchgeschoben. Aber ich versuche das jetzt mal ohne. So. Nein, ich versuche es mit. Also einfach mal hier so ordentlich drücken. Das muss auch nicht bis ganz durchgehen. Noch ein Stückchen. Und wenn man hier halt ein bisschen von dem Holz durchblitzen sieht, finde ich das nicht schlimm, aber ihr seht halt, dass das jetzt schon wesentlich stabiler hier ist. Also der kippt jetzt nicht direkt um. Wichtig sind natürlich im Grunde, also hier ist die Aufhängung, diese 4, da würde ich immer ein bisschen was verstärken. Wie gesagt, einfach hier direkt am Anfang irgendwo durchgehen, am besten hier sogar schon. Ist ein bisschen, je nachdem wie straff ihr geknotet habt, kann das natürlich ein bisschen schwierig sein.
da überall durchzukommen, aber es geht auf jeden Fall. So, einmal. Ja. Also ihr seht ja den Unterschied, die bleiben dann doch etwas schöner stehen. Jetzt ist das Ganze auf jeden Fall, ihr seht, das ist jetzt hier unten, den könnt ihr natürlich auch noch verstärken, aber wozu? Er hängt ja eh nach unten. Und ja, hier haben wir alles jetzt schön, haben wir uns die Zahnstocher reingeschoben und jetzt muss nur noch gekämmt werden. Ich habe übrigens diesen Stern auch mit in klein gemacht, allerdings habe ich den dann mit einer Mischung aus Wasser und Holzleim eingepinselt. Und es fühlt sich sehr fies an, ehrlich gesagt. Aber es ist halt ja schön steif geworden. Man sieht es natürlich nicht, dass er also angepinselt ist. Und man fasst ihn ja auch nicht ständig an. Also das finde ich, das geht auch. Da braucht ihr natürlich nicht so lange Fäden wie bei dem hier. Ich kann die Fäden oder die Längen hierfür mal in die Videobeschreibung mit reinpacken. Und ja. Ansonsten sind wir jetzt fertig und ihr seht halt, wie schön der Stern aussieht. Oder der Stern, die Schneeflocke. Ich hoffe, sie gefällt euch. Kämmt jetzt einfach noch ein bisschen und dann habt ihr was Schönes fürs Fenster. Und ich sage jetzt einfach mal wieder bis dahin.